Grunde denke ich schon, ja. Ist fraglich. Ja, ich glaube im Prinzip schon. Schwierige Frage. Kommt wahrscheinlich aufs Land an. Also ich glaube in Deutschland schon. Nein. Warum? Weil es Menschen sind. Ich denke, es so an sich versuchen das viele Journalisten zu tun, aber ich glaube, dass es schon auch abhängig ist von dem Blatt, für das sie arbeiten. Ja, ganz eindeutig. Also das heutzutage spielt Einfluss und Geld die wichtigste Rolle. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es kommt auch immer auf die Medien an. Also ich war gerade eine Zeit in England und da war dieser Brexit, diese ganze Brexit-Sache und manche Zeitungen haben das halt sehr subjektiv berichtet. Ich würde behaupten, das ist ein Wechselspiel. Also Journalisten, Politiker, die haben den ganzen Tag miteinander zu tun, Pressekonferenzen. Ich denke, da ist eine gegenseitige Beeinflussung durchaus da. ARD, ZDF ist finanziert von der Politik und normalerweise der Finanzgeber gibt auch ein bisschen den Takt Ich an. glaube, es ist eine gegenseitige Beeinflussung, also dass die Journalisten die Politik beeinflusst, aber genau auch umgekehrt. Ja, durchaus. Das zeigt sich eben in dieser Macht der Presse, von der ich gesprochen hatte, dass sie eben sich frei bewegen kann und alles sagen kann, was sie will und wie sie will. Theoretisch ja, aber praktisch denke ich, es geht eher in diese Richtung, dass doch Journalisten mit verschiedenen Methoden eingedämmt werden. Weil hier keiner für seine Meinung bestraft wird, weggesperrt wird. Deswegen, das ist die Freiheit. Jeder hat die Freiheit, das zu sagen, was er möchte. Ja, also es ist schon einer der führenden Staaten in Pressefreiheit, denke ich ja. Wenn es jetzt darum geht, irgendwo was zu enthüllen, was vielleicht in Anführungszeichen die nationale Sicherheit bedrohen würde, da würde ich behaupten, dass dann Politik auch schon mal einschreitet. Ehrlich gesagt, nicht so, wie ich es möchte. Also Zeitung ist out. Ich gucke auch kein Fernsehen, empfange kein Fernsehen, sodass ich meistens im Internet Tagesthemen, Tagesschau oder Facebook, wenn man da mal irgendeinen Artikel sieht bei der FAZ oder so. Also möglichst viele Medien nutzen. Ja, also ich versuche mich auch ziemlich vielfältig zu informieren. Ich lese unterschiedliche Zeitungen aus unterschiedlichen politischen Ecken. Ja, ich versuche aus dem ganzen, ich sag mal, Medienkuddelmuddel mir ein möglichst objektives Bild zu bilden, ja, soweit möglich und mache mir halt auch meine eigenen Gedanken, ja.